Willkommen bei der Lektion Digitale Netzwerke und Öffentlichkeit. Ich freue mich, Ihnen Professorin Anni Waldherr vorzustellen. Sie ist Professorin für Computational Communication Science an der Universität Wien und Expertin für soziale Medien und digitale Öffentlichkeit. Und diese beiden Themen bestimmen auch die folgende Lektion. Anni Waldherr wird besprechen, wie soziale Medien entstehen und wie sie funktionieren. Sie wird den Begriff definieren und aufzeigen, um welche Arten von Inhalten es im Internet geht. Der zweite zentrale Begriff ist der der Öffentlichkeit. Was war Öffentlichkeit und was ist Öffentlichkeit heute? Und wie hat Öffentlichkeit sich verändert? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erforschen der Antworten auf diese Fragen. Das Thema des folgenden Videos sind soziale Medien. Soziale Medien als Sammelbegriff für das Angebot sozial vernetzter Technologien. Und Anni Waldherr stellt soziale Medien als etwas dar, das im Kern einen sehr verbindenden Charakter hat. Dazu geht sie zurück in die 2000er Jahre, als soziale Medien den Grundstein des Web 2.0 bildeten. Und seitdem sind Daten das neue Öl. Interaktionen und Nutzerinnen-Daten werden für personalisierte Werbung kapitalisiert. Erinnern Sie sich vielleicht noch, was der erste Messenger war, mit dem Sie kommuniziert haben? Ja, herzlich willkommen zu meiner Lektion, das MOOC Digitales Leben 3. Ich bin Anni Waldherr, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft hier an der Universität Wien. Und mein Spezialgebiet sind soziale Medien und Öffentlichkeit. Und dementsprechend dreht sich meine Lektion hier in diesem MOOC um digitale Netzwerke und Öffentlichkeit. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer ganz bestimmten Art digitaler Netzwerke, nämlich soziale Medien. Und im ersten Video geht es darum, was soziale Medien überhaupt sind. Ja, was sind soziale Medien und was tun wir damit? Ich bin sicher, Sie sind alle schon Expertinnen und Experten in sozialen Medien. Wahrscheinlich haben Sie neben sich jetzt Ihr Smartphone liegen und ich erlaube Ihnen hiermit ausdrücklich mal einen Blick auf das Display zu werfen. Welche Apps nutzen Sie da? Welche Apps, Icons scheinen da auf? Ist es vielleicht Facebook, Snapchat, Instagram, über das Sie sich mit anderen verbinden und Informationen austauschen? Nutzen Sie vielleicht Twitter oder auch Spotify, um Musik zu hören? Das alles sind soziale Medien und wir schauen uns jetzt an, was diese gemeinsam haben. Also was machen soziale Medien aus? Eine Definition, die gerade im deutschsprachigen Raum von KommunikationswissenschaftlerInnen sehr häufig gebraucht wird, ist von Tadiken und Schmidt und die habe ich Ihnen hier mitgebracht. Und zwar bezeichnen die beiden soziale Medien als einen Sammelbegriff für Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und oder zu pflegen. Zunächst einmal können wir uns auch den Begriff soziale Medien an sich überhaupt anschauen. Das beinhaltet ja einmal den Medienbegriff, also damit den Bezug eben zu Technologien, die Kommunikation vermitteln zwischen Menschen und eben diese Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien. Aber sie beinhalten auch das Adjektiv sozial und das weist eben darauf hin, dass soziale Medien uns ermöglichen, soziale Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Und über diese Beziehungen können wir auch Informationen austauschen. Und das sind zwei ganz wesentliche Praktiken auch, die soziale Medien ermöglichen. So um die Jahrtausendwende in den Nullerjahren war auch der Begriff Web 2.0 sehr beliebt. Und dieser Begriff wurde von O'Reilly geprägt. Und zwar steht dahinter die Idee, dass sozusagen das Web 2.0 eine neue Stufe, eine weitere Stufe des Internets war, das sich in wesentlichen Punkten unterschieden hat von dem traditionellen, von der ersten Version des Internets. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil die Entwicklung eher kontinuierlich war und auch viele der Aspekte, die sehr prägend sind für soziale Medien, gab es auch schon
recht früh, auch in Vorform, zum Beispiel, wenn Sie an E-Mail denken oder die ersten Internetforen, da gab es eben auch schon viele Aspekte, die jetzt soziale Medien ausmachen. Aber mit diesem Begriff Web 2.0 wollte O'Reilly deutlich machen, dass soziale Medien schon etwas auszeichnet, was sie gemeinsam haben, was sich unterscheidet von dem klassischen Web, das einfach darauf basiert, dass verschiedene Internetseiten über Hyperlinks miteinander verbunden sind. Ein Aspekt, den er hervorhebt, ist, dass das Web mehr und mehr zu einer Service-Plattform geworden ist. Also wir tauschen eben nicht mehr nur Informationen dort aus, sondern wir arbeiten zusammen, wir knüpfen eben Kontakte, wir teilen Bilder, wir gehen shoppen, wir musizieren zusammen, wir lernen auch mittlerweile über das Web. Also alle möglichen Lebensbereiche spielen sich dort ab. Dann ein ganz wesentlicher Punkt ist User-Generated Content. Das heißt, über soziale Medien ist das Web zu einem Mitmach-Web geworden. Also jeder und jede kann selber Posts schreiben, Inhalte produzieren, Videos, Podcasts und sie mit eben vielen anderen teilen. Wenn wir an große soziale Netzwerkplattformen denken, über die wir gleich auch noch genauer sprechen, dann muss man auch hervorheben, dass Daten im Mittelpunkt der Anwendung stehen. Also es gibt ja auch den Spruch, Daten sind das neue Öl. Also über diese Plattform werden natürlich auch ganz viele Interaktionen und Nutzerdaten gespeichert und aufgezeichnet. Und die werden dann genutzt, um NutzerInnen Profile zu erstellen und auch personalisierte Werbung anzubieten. Und darauf beruht eben das Geschäftsmodell sehr vieler sozialer Netzwerkplattformen, wie zum Beispiel Facebook. Ein weiteres Charakteristikum des Web 2.0 sind neue Formen der Softwareentwicklung. Das heißt, dass die Softwareentwicklung immer kontinuierlicher geworden ist. Also es gibt nicht mehr so starre Versionen, die irgendwann rausgebracht werden, sondern die Entwickler, Entwicklerinnen sind im ständigen Austausch mit ihren NutzerInnen und ja, man nennt das auch Perpetual Beta. Und ganz generell ist es auch viel einfacher geworden, selbst zu programmieren. Als ich noch studiert habe, musste man noch HTML wirklich programmieren können, um eine Seite ins Internet stellen zu können. Jetzt können Sie ganz einfach mit Tools wie WordPress oder indem Sie einfach ein Social Media Profil anlegen, selber Inhalte ins Netz stellen. Welche Formen sozialer Medien unterscheidet man? Zeitigen und Schmidt haben hier auch eine Systematik vorgeschlagen, auf die eben auch sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Diese Systematik unterscheidet vier große Gruppen sozialer Medien. Natürlich muss man dazu sagen, dass solche Trennungen auch immer ein bisschen starr sind oder scharf, also tatsächlich verbinden auch immer mehr soziale Medien verschiedene Aspekte verschiedener Gruppen und die Trennung ist eben nicht genauso trennscharf, wie sie jetzt hier von so einer Systematik suggeriert wird. Aber diese vier Gruppen sind im Prinzip einmal Plattformen, dann Personal Publishing, Instant Messaging oder Chats und Wikis. Ja, die Form, an die Sie wahrscheinlich alle zuallererst denken, wenn Sie an soziale Medien denken, sind Plattformen und vor allem soziale Netzwerkplattformen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram. Das sind große Plattformen, die Ihnen eben ermöglichen, ein Profil über sich zu erstellen und anderen Profilen zu folgen, damit Beziehungen zu anderen NutzerInnen aufzubauen und Inhalte zu teilen, auch humorvolle Dinge zu teilen, Memes und so weiter. Dann gibt es aber auch Diskussionsplattformen, die sind eben nicht so sehr auf die sozialen Beziehungen fokussiert, sondern eher thematisch strukturiert, also Diskussionsforen, die sich zum Beispiel um ein bestimmtes Thema bilden, wo sie sich dann in Frage-Antwort-Threads darüber austauschen können. Und es gibt Plattformen, die sind entstanden hauptsächlich, um solchen User-Generated Content zu teilen, wie zum Beispiel Bilder oder Videos. Die bekannteste kennen Sie alle, das ist YouTube. Personal Publishing, was versteht man darunter? Darunter fallen Blogs, also sozusagen Online-Tagebücher, in denen NutzerInnen über bestimmte Themen schreiben, die sie interessieren oder auch einfach Dinge aus ihrem Alltag teilen. Twitter
ist ein sehr bekannter Microblog-Dienst, wird aber auch als soziale Netzwerkplattform bezeichnet und geführt. Aber die Idee ist da eben, dass man bloggen kann und man kann auf Twitter eben NutzerInnen folgen, ohne dass man mit ihnen eine formale Freundschaftsbeziehung eingegangen ist, zum Beispiel wie auf Facebook. Das heißt, die Idee entspringt schon eher dem Personal Publishing. Wenn Sie Podcasts, Videocasts teilen, dann bewegen Sie sich auch im Bereich des Personal Publishing. Instant Messaging Chat, der bekannteste Dienst, mit dem Sie das tun können, ist WhatsApp. Aber auch hier haben wir sehr viele Elemente sozialer Netzwerkplattformen mittlerweile, wie Profile erstellen, Status-Updates teilen und so weiter. Die letzte große Gruppe sozialer Medien sind, wie gesagt, die Wikis. Das bekannteste Wiki kennen Sie alle und nutzen es wahrscheinlich auch sehr häufig. Das ist die Wikipedia. Aber es gibt auch viele kleinere Wikis. Und das Prinzip der Wikis ist, dass Sie da eben mit vielen NutzerInnen gemeinsam eine Wissensplattform aufbauen können, gemeinsam an Texten schreiben können. Und von diesen Texten werden auch viele Versionen nach und nach gespeichert. Und Sie können damit dann eben eine gemeinsame Wissensbasis schaffen und auch Wissen austauschen. Wir haben jetzt die Definition sozialer Medien kennengelernt. Wir haben verschiedene Formen sozialer Medien unterschieden. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, dass es eben verschiedene Elemente und Funktionen gibt, die auf unterschiedlichste Weise von verschiedenen sozialen Medien und Social Media Plattformen kombiniert werden. Und was eben wichtig ist dabei im Hinterkopf zu behalten, ist, dass diese Elemente und Funktionen uns dann auch bestimmte Handlungen ermöglichen und damit auch bestimmte Phänomene hervorrufen, die wir uns in den folgenden Videos genauer anschauen werden. Was sind also zentrale Elemente sozialer Medien? Über das Profil habe ich schon gesprochen. Also Sie können eben auf sehr vielen Social-Media-Plattformen ein Profil über sich selbst erstellen, ein Foto einstellen, wichtige Informationen über sich selber, zum Beispiel Ihre Interessen. Sie können Beziehungen zu anderen aufbauen und haben eben ein soziales Netzwerk, zum Beispiel auf Facebook, Ihre Freunde und Freundinnen. Und von diesen bekommen Sie dann Ihre neuesten Informationen und Nachrichten in Ihrem Newsstream oder Newsfeed angezeigt. Und schließlich können Sie auch ganz einfache, schnelle Nachrichten mit diesen NutzerInnen teilen. Also Profil, Netzwerk, Datenstrom und Nachricht sind die wesentlichen Elemente sozialer Medien. Welche Funktionen ermöglichen uns diese sozialen Medien? Wir können Inhalte erstellen, wir können sie veröffentlichen, wir können Inhalte anderer kommentieren, wir können sie auch annotieren. Damit ist gemeint, dass Sie zum Beispiel einen Post eines anderen Nutzers liken können oder Sie können auch, wenn Sie selber Nachrichten teilen, diese mit einem Hashtag versehen. Das nennt man auch annotieren. Sie können Informationen weiterleiten, wenn Sie etwas zum Beispiel besonders lustig oder interessant finden und das auch mit Ihren sozialen Kontakten in Ihrem Netzwerk teilen wollen, dann retweeten Sie das oder sharen es. Sie können anderen Accounts folgen, sie also abonnieren und sich eben auch mit diesen Accounts vernetzen. Das alles ermöglichen uns soziale Medien über ihre technischen Funktionen, die sie zur Verfügung stellen.